Heute richten wir unser Blick in die Abstellung ins BB Nummer 1 zu sehen. Von rechts nach links eine 114. Hier natürlich noch Dampfloks, die Baureihe 10 und 50. Hinten dran ein Taurus V200. Ganz neu, wie im Video schon zu sehen heute. 141, 140, E40. Man sieht ganz eindeutig Einheitsloks. 181. Eine 120 und auch eine 111 und ganz hinten eine E10. Also man sieht, und die Lokomotiven haben alle heute keine Arbeit. Das heißt, andere Lokomotiven dürfen an Zügen fahren. Da hinten eine 215, Silberlingen 101, dort oben eine 290. 648 Triebzug, da unten eine V100, eine V160 am Silverlingzug, am roten oben. Dort hinten sieht man noch eine Lollo, eine 111 erkennt man noch, eine 185, ein Schienenbus, eine V36, ein ET94, eine 81. Ihr seht, ich habe eine Hülle und Fülle an Fahrzeugen. Mittlerweile so 78, 77, 78 Maschinen müssten es jetzt mit meinen Neuheiten, also mit E41 und mit dem Vectron, die ich zu Weihnachten bekommen habe, müssten so knapp 80 Maschinen jetzt auf dieser Anlage sein. Alle sind auf dieser Anlage. Also, ihr seht, keine Vitrine, alles auf einer Platte. Eine T3 mit kleinen Wägelchen, eine 185, ein Schweizer Krokodil, ein 218, im Lochschuppen ist noch eine 85 und eine 05. Noch ein deutsches Krokodil, Holzrolle, Hercules, 217, 245, Big Boy, 38, noch eine Gasturbinenlok ganz hinten. Und hier ist dann noch ein 628, also das ist Abstellung Nummer 2. Mit ganz vielen Loks.